zack, 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 zack. Zack, zack. Der ist schon hin. Der auch wahrscheinlich. Bam. Und ins Gesicht. Na, jetzt sollte ich vielleicht doch mal einen Heiltrank nehmen. Hier auf 3 geht's, ne? Ja. 1000 dazu. Zack. Hallöchen. Da liegt wohl, glaube ich, der andere Milch am Boden. Bams. Yeah. Brauchst hier etwa einen Schaden fahren? So, ich habe gerade ein Langschwert noch aus der Leiche da gezogen, aber sowas kann ich wahrscheinlich nicht tragen. Nee. Hallo, da bin ich. Die Nasher, haben sich während Valadris Angriff auf die Stadt in dem Gewölbe, was? Nochmal. Die Nasher haben sich während Valadris Angriff auf die Stadt in die Gewölbe geschlichen. Hä? Achso, während des Angriffs auf die Stadt in die Gewölbe geschlichen. Ja, irgendwie ein komischer Satzbaum. Sie sind hier, um die Krone der Neverwinter zu stehlen. Sie hätten ihr Ziel fast erreicht, aber dann haben sie die Toten im unteren Gewölbe erzürnt. Sie bekämpfen sich da unten gegenseitig. Ich habe sie hinter dem geheimen Gang zum unteren Gewölbe eingeschlossen. Es gibt dort einen weiteren Geheimschalter, den ich jetzt wahrscheinlich suchen muss. Im Bücherregal hinter der Wand. Haltet die Nasher auf, bevor sie die Krone kriegen. Können. Zeug. So. Hier ist noch eine Schriftrolle. Kann man sich die anhören? Nee, ich lese jetzt die Geschichte da mal nicht vor, habe ich irgendwie gerade keinen Bock zu. Okay, was ist das mit diesen Paketen und so? Wahrscheinlich muss man dafür irgendwie Geld ausgeben. Würde ich mal vermuten. Aber ist das überhaupt so, dass das so ein typisches Free-to-Play ist, dass man hier jetzt auch Geld ausgeben kann und so? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Noch habe ich keinen Shop gesehen. So, das hier ist wohl der geheime Schalter, der so schön glitzert. Meine Fresse, hier liegen aber viele Jungs. Ah, da ist auch ein Feuer. Kann ich mich nur mal eben durchheilen. So, das reicht doch schon. So, und dann... Jetzt bekriegen die sich ja hier gegenseitig und wir haben ein bisschen leichtes Spiel, weil die alle schon angeschlagen sind. Wir müssen uns das Feuer mal merken, dass es da oben steht. Das kann ich hier wieder nicht looten, oder? Doch, kann ich. Bestick der Geldbeutel. Ist da Geld drin? Ach nein, die kann man ausrüsten, damit ist wahrscheinlich die Tasche größer, oder? Nee, auch nicht. Naja. So, weg mit euch. Zack, 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 zack. Diese Wurfgefähigkeiten finde ich ziemlich cool. Das ist Gold. Mehr Gold. Gewölbe sind ganz schön groß. Ich frage mich immer, wie die sowas bauen. Boah, ich habe gerade hart gefrittert. Und da haben wir den ersten Erfolg. Skeletttöter meine ich. 50 Skelette töten. Yay. Oh. Ah, da ist noch Geld. Meins. Danke. So 69 Kupfer haben wir schon. Wuhu. Wahrscheinlich kommt danach dann auch wieder Silber und dann Gold, würde ich mal tippen. Und weg mit dir. Da ist noch mehr. Okay, man hört hier die Fliegen. Von wegen, die bekämpfen sich alle gegenseitig. Hier ist überhaupt nichts los. Okay, das hat noch Cooldown. Cooldown ist ganz schön lang teilweise. Da haben wir Beinchen gefunden. Oder Schüchchen. Mhm, aber nichts für uns. Für einen beschützenden Kämpfer sind die. Uiuiui. Ich kriege aber gerade Damage rein.
Aber jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich will eigentlich nicht so viele Heiltränke nehmen. Was haben wir hier gerade? Ein Dolch. Cool. Mhm. Ah, da haben wir noch einen Heiltrank und ein Religionspaket. Eine Sammlung, anschließend Kerzen, Weihrauch und Heiligschriften ermöglicht. Okay. Gut, hier haben wir auch schon wieder einen neuen Dolch. Den kann ich aber leider erst ab 5 tragen. Und wir haben aber auch bald schon ein Level up. Also knapp die Hälfte haben wir jetzt. Na gut. So, ich wollte einen Heiltrank nehmen. Damit es nicht ganz so übel geht. Bam, bam. Zack. Einmal den Dolch in den Rücken und weiter. Coole Statuen. Apropos coole Statuen. Ja gut, wir gehen mal dem Weg nach. Nicht, dass wir uns jetzt hier gleich verlaufen irgendwie. Geh weg, du Zombie-Schufte. Kann man Vasen zerdonnern? Nein, auch nicht. Ah, da ist schon das nächste Lager. Na toll, immer gerade nicht gerade erst einen Heiltrank genommen habe. Und da vorne haben wir schon den nächsten Checkpoint. Yay! Ausdauer erforderlich. Achso, das ist die Ausdauer. Ja, okay. Gerade solche Videos könnt ihr wohl übersetzen, oder? Grand Guardian of the Nine. Komm her. Wächter der Neuen auf Deutsch. Wie man hier auch gerade sieht, ist es irgendwie immer nur so halbherzig übersetzt. Hihihi, daneben. Ein bisschen Movement zeigen, glaube ich. Ah, die Ausdauer regeneriert so langsam. Yeah, schon geschafft. Ihr seid zu spät, die Krone gehört den Öschen. Öschen. Heiltrank, hey, ein Heiltrank. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben die Krone trotzdem mitgenommen. Seid doch alle Kacke. Ich will die Truhe haben. So, da haben wir unseren Gürtel. Der uns ein paar mehr Trefferpunkte gibt, also dementsprechend ein paar mehr HP. Ach, scheiße. Jetzt haben die uns da die Krone doch noch weggenommen. So ein Mist. So, dann gehen wir hier mal durch. Na komm, jetzt geh auf. Okay, alles klar. Hm. Na, mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Und erstmal müssen wir unsere unseren Fail zumindest, sagen wir, ich wollte gerade Niederlage sagen, beichten. Denn wir haben es ja leider nicht geschafft. Also, zumindest nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Jetzt haben wir erstmal wieder zu Nox zurück und dann mal gucken, was der uns so zu erzählen hat. Wahrscheinlich verprügelt er uns jetzt gleich erstmal. Hier! Hallo Nox, tut mir leid. Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Es war mutig von den Nashern, die Gewölbe so kurz nach Verladungsangriff zu überfallen. Danke für eure Hilfe bei der Verteidigung, Juwelier. Unglücklicherweise sind die Nashern mit der Krone von Neverwinter davongekommen. Die Krone ist ein mächtiges Symbol für gerechte Herrschaft in dieser Stadt. Sie muss gefunden werden, bevor die Nashern ihre Rebellion starten können. Naja, das war ja noch ganz relativ glimpflich. Stufe 5. Auf der Suche nach Anna. Hören Sie eine Diebe namens Anna. Sie versteckt sich im verfallenen Gebäude gegenüber der Treibholztaverne. In der Protectors Enclave. Huch. Kräfte kaufen angenommen. Ich habe doch keine Zeit genommen. Ah. Oh, da gibt es einen neuen Dolch. Schön. Oh. Ich kratze mich gerade am Arm, deswegen hat sich meine Maus gerade immer so verzogen. So, die Nashern haben die Krone von Neverwinter aus dem Gewölbe gestohlen. Ach nein, sag bloß. Aber wir können sie immer noch zurückholen. Gut.
Und zwar müssen wir lediglich die beiden entflohenen Diebe fangen und verfolgen, wo die Nasher die Krone verstecken können. Achso, zurückverfolgen, wo die Nasher die Krone verstecken können. Wir wissen, dass sich einer der Diebe, eine flinke Einzelgänger mit den Amana, in einem verfallenen Gebäude nahe der Treibholztaverne versteckt. Die Nasher werden das weitersuchen, wenn sie mich und meinen Trupp erblicken. Ihr könnt sie womöglich in die Ecke drängen und herausfinden, ob sie die Krone noch bei sich hat. Okay, machen wir. Und ich habe irgendeine Quest angenommen, habe ich gehört. So, Stufenausstieg. Was gibt's Neues? Achso, mit U kann ich das einsehen. Aufstiegskiste öffnen. Okay, da kriegen wir immer so ein bisschen Zeug. Kann man das alles rausnehmen? Erledigt. Neue Kräfte. Stufenerhöhung halten Sie neue Kraftpunkte. Mit Kraftpunkten können Sie. Da klicken Sie auf. Was? Was? Was habe ich jetzt neu bekommen? Klicken, um auf Kräfteränge zu steigern. Achso, man kann die. Ach so, man kann die jetzt hier auch nochmal steigern. Ich verstehe. Was wollte ich denn steigern? Ja, hier aufwerten auf Rang 2. Der Ablenkungsangriff hat uns ja bisher immer gute Dienste erwiesen. Von dem her können wir uns jetzt gerade nicht drüber beschweren. Müssen wir mal gucken, dass wir so ein bisschen das Gleichgewicht finden und dann, kriegen wir das Ganze schon hin. So, also weiter. Durch die Reise hier von Neverwinter. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier noch so erwartet. Erstmal sollen wir zu den Tunnels gehen, zu den Ruinentunnels.